Aber jetzt wollen wir weitermachen und ich freue mich, dass ich Ihnen Dr. Dorothee Linnemann vorstellen darf vom Historischen Museum aus Frankfurt. Frau Linnemann ist Historikerin von der Universität Münster und jetzt seit 2020 Sammlungskuratorin für grafische und fotografische Sammlung am Historischen Museum in Frankfurt. Sie war Mitarbeiterin bei verschiedenen kulturhistorischen Ausstellungen. Zuletzt auch hat sie mitgewirkt an der Neugestaltung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung in Frankfurt, war Kuratorin der Sonderausstellung Damenwahl 1918-19, Frauen in der Politik und Kleider in Bewegung, Frauenmode ab 1850. Frau Linnemann, diese Ausstellung Damenwahl, die war so großartig, dass meine Frau mich auch bedrängt hat, da müssen wir auch mal privat hinfahren, was wir auch gemacht haben. Und ich kann Ihnen versichern, das war ein ganz großes Erlebnis. Frau Linnemann, Sie sind an einem Museum tätig, das sich schon häufiger ausgewiesen hat durch wirklich große Innovationen in den 1970er Jahren, aber auch jetzt mit der Neugestaltung Ihrer Dauerausstellung. Und wir haben Ihren Beitrag überschrieben mit Partizipation in der Museumsarbeit und soziale Demokratie. Frau Linnemann, das Podium gehört Ihnen. Vielen Dank. Ja, ich denke, Herr Friedel hat schon sehr viele Aspekte angesprochen, an die ich mit unserer Museumspraxis anknüpfen kann. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ich glaube, es wird eine sehr spannende Debatte. Insbesondere möchte ich erstmal anknüpfen bei Herrn Friedel an dem Punkt, dass wir als Erinnerungsort, als Museum mit demokratischer Erinnerungskultur ja sowohl den Gegenstand zum Thema haben, also die soziale und auch politische Demokratie, aber auch natürlich die Frage, wie sprechen wir darüber? Und das finde ich einen ganz relevanten Punkt. Deswegen ist ja mein Thema heute auch Partizipation oder Teilhabe, weil ich schon denke, ich guckte in das Bücherregal, der Ort, an dem ich arbeite. Das Historische Museum ist ein städtisches Amt seit Gründung nach 1945. Und wir stehen auf breiten Schultern. Ich habe ein paar Bücher auch konsultiert, also einmal die Arbeiterjugendbewegung zum Beispiel, die 1978 in einer Ausstellung war, 1992 Toni Sender, die junge Garde, Arbeiterjugendbewegung, auch in den 90er Jahren noch und auch sehr viele Frauen- und geschlechtergeschichtliche Ausstellungen. Also es mangelt eigentlich gar nicht an der Auseinandersetzung des Museums mit sozialer Demokratie. Das würde ich gar nicht sagen. Sondern teilweise in der Frage, wie wir darüber sprechen. Also wir führen oder führten in Museen Demokratie auf. Die Frage ist aber, ob das das ist, wo Menschen auch ankommen mit ihren Fragen an demokratische Prozesse und auch der Teilhabe und sozialer Anerkennung. Da würde ich auch einen Unterschied sehen, vielleicht auch in der Frage, wer geht ins Museum. Wir sprechen da ja häufig von sozialer Distinktion. Und wenn wir jetzt von einem aktuelleren Begriff vielleicht sprechen würden, wäre es eher die soziale Anerkennung. Das Museum ist ein gemeinsamer Selbstvergewisserungsort und damit auch ein Teil auch sozialer Anerkennung und Akzeptanz von Meinungen, von Äußerungen, von Identitäten und ermöglicht dadurch einen Austausch. Deswegen ist es sehr schade, noch an diesen sozialen Distinktionsfragen so hängen zu bleiben. Ich denke auch, dass viel damit anfängt, dass das Museum sich selbst hinterfragt. Wir sind 40 MitarbeiterInnen, davon ungefähr, ich schätze mal, 10 bis 15 männliche Mitarbeiter, soweit man das sagen kann, und zwei männliche Leitungspositionen und die restlichen KuratorInnen sind weiblich, Sternchen. Und die Haustechnik ist komplett männlich besetzt. Der Reinigungsdienst ist größtenteils weiblich besetzt und damit sind wir schon mitten in den sozialen Debatten, also der Frage auch, wer ist wo im Museum verortet und auch wir haben natürlich noch Geschlechterstereotypen, die auch in der Arbeit
wirken und auch damit soziale Ungleichheit produzieren. Genau, wir haben 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit sehr vielen Ausstellungen. Und damit Sie einen Einblick bekommen, wie das Haus auch aussieht, was wir, ich hoffe, es ist zu sehen. Ja, also das Historische Museum mit seinen 40 Mitarbeiterinnen als städtisches Amt hat, wie gesagt, 10.000 Quadratmeter Fläche und wurde seit 2005, 2006 neu konzipiert auf den Schultern eben dieser alten Prämisse. Es gibt auch noch einen Generationenwechsel, der noch stattfindet, zum Glück, wo altes Wissen transferiert wird. Das finde ich auch sehr wichtig, die Grundlagen auch der eigenen musealen Geschichte zu kennen. Lernort Kontramusentempel und auch Lernort für alle ist ja auch ein Frankfurter Begriff. Also das Museum hat sich damals ja schon als eine geöffnete für marginalisierte Gruppen und die Stadtbevölkerung und als ein kritisches Geschichtsmuseum mit ersten NS-Ausstellungen der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung auch gesehen. Partizipation war damals auch schon ein Begriff und dem folgt eigentlich auch mein Credo für die Problematik der Dauerausstellung, um die es ja auch in dem sehr interessanten und schönen Buch Soziale Bürgerrechte im Museum geht. Ich würde sagen, es gibt schon eine lange Museumsdebatte die letzten 10, 15 Jahre über die Frage von sozialen Bürgerrechten im Museum. Die findet aber größtenteils an den Randzonen musealer Tätigkeit in Deutschland statt. Das Museum Friedrichshain in Berlin, das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln und auch das Hygienemuseum in Dresden, die Columba ebenfalls in Köln und auch das Lindenmuseum zum Beispiel in Stuttgart sind Orte, in denen ja neue Museumspraxen und auch ein neuer Blick auf historische Themen auch gewagt wurde. Das Hygienemuseum hat selbst 2011 noch die Ausstellung Arbeit, Sinn und Sorge gestaltet, auch mit Partizipationselementen. Und das Rautenstrauch-Jost-Museum zum Beispiel das Thema Fast Fashion aufgegriffen 2018/19 in einer Sonderausstellung, also das Thema globale Ausbeutung in der Modebranche. Somit sind auch Museen, die nicht national, landesgeschichtlich oder stadthistorisch arbeiten, durchaus mittlerweile sehr relevante Träger sozialer Mitbestimmungsfragen und auch sozialer Rechte. Und das, finde ich, sind auch interessante Museen, um auch die Beteiligungsfragen vom Publikum und der Mitbürgerinnen im Umfeld anzuschauen. Ja, die Neukonzeption der Dauerausstellung war ein Kernpunkt auch der Wandlung unseres Museums. Und hier würde ich eben auch sagen, die Dauerausstellung, die bei uns konzipiert wurde, ist keine chronologische Geschichtserzählung mehr, sondern eine thematische. Sie greift aus und wirkt in die weiteren Formate des Museums als Ort der Mitbestimmung und Mitbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Sie ist aber gleichzeitig auch ein Wissensangebot, in das ich einsteigen kann und mir auch selbstständig Themen aussuchen kann, die mich auch in meinem Lebensalltag interessieren. Das heißt, hier wird nicht sozusagen eine chronologische Fortschrittsgeschichte der Demokratie geboten, sondern auch mit Störungen gearbeitet, mit unterschiedlichsten Biografien in den verschiedenen Zeiten. Und es gibt eben, wie es hier auch geschrieben steht, auch immer eine Einbeziehung von intersektionalen Fragestellungen. Also wo komme ich her aus dieser Gesellschaft? Was spielt es für eine Rolle? In welcher Familie ich aufwachse? Woher ich komme? Wie ich aussehe? Welches Geschlecht mir zugeschrieben wird? All das sind ja auch Bestandteile sozialer Rechte oder der Möglichkeit, diese auszuüben. Genau, die thematische Verankerung wird bei uns immer an den stadtgeschichtlichen Themen ausgerichtet. Das heißt, Frankfurt ist natürlich eine sehr spezifische Metropole und das ist auch die Fragestellung, anders als etwa Essen, aus der Stadt komme ich. Die funktioniert ja auch etwas anders als Frankfurt, wird hier natürlich auch die Bankenstadt thematisiert. Was macht das auch mit den Menschen in der Stadt, aber auch die Frage der Messen, der Internationalität der Stadt, der Zuwanderung, der Abwanderung, all dies spielt in der Dauerausstellung natürlich eine große Rolle.
ganz zentral, finde ich, um sich auch zu orientieren und als Besucherin hier eine, sagen wir mal, den eigenen Interessen auch Geltung zu verschaffen, dass wir durch diese Dauerausstellung Themenspuren gelegt haben. Das heißt, es gibt neben den Highlights, die für Menschen, die jetzt in die Stadt kommen und tatsächlich etwas über die Stadt erfahren wollen, auch Themenspuren für Menschen, die sich intensiver mit der Stadtgeschichte beschäftigen wollen, zum Thema Migration, Gender, NS, Religion und vielen weiteren. Das vielleicht auch zum Thema der Aufführung von sozialen Bürgerrechten oder Demokratie. Wir haben in der Dauerausstellung keinen Blog dazu, sondern sehen eigentlich überall in der Frankfurter Stadtgeschichte auch immer die Frage prekärer oder also prekärer, marginalisierter Perspektiven und damit auch der Ausschließung von Rechten als auch natürlich des Kampfes um diese Rechte und auch der Privilegierung. Ich habe hier mal so drei Inszenierungen auch im Bild. Das eine, ich denke, es ist bei Ihnen vielleicht links oben, das ist dieses Bild mit den Fotorahmen. Das ist eine Ausstellung in der Bürgerstadt, in dem Themenbereich Bürgerstadt, wo sechs Biografien vorgestellt werden. Die werden auch gewechselt. Und darüber kann auch abgestimmt werden durch die Besucherin. Da haben wir zum Beispiel Johanna Tesch ausgestellt, eine der Reichstagsabgeordneten der 20er Jahre, Arbeiterinnenbewegung, SPD und AWO in den 20er Jahren und im Kaiserreich in Frankfurt. Und über das vielleicht auch nochmal zu diesem Thema, wie können eigentlich Themen sozialer Demokratie auch im Museum aufgeführt werden, hängt eben auch stark mit der Sammlungsakquise zusammen. Dass wir von der Familie Tesch diese reiche private Fotosammlung bekommen haben in den 2000er Jahren, hängt eben auch mit der engen Verbundenheit der vielen Arbeiterinnenausstellungen der 80er und 90er und 2000er Jahre zusammen. Die Anerkennung dieser Tätigkeit, sowohl der Abgeordneten als auch ihrer Familie, und auch der Wichtigkeit der Arbeiterinnenbewegung im Konzept des Museums führte eben auch dazu, dass dem Museum das Vertrauen entgegengebracht wurde, die Gegenstände der Familie auch gut aufzubewahren und die auch auszustellen. Also man kann sozusagen die Aufführung auch nicht trennen von der, vom Netzwerk und der Haltung des Museums. Ja, das Zweite natürlich auch unter den Highlights, das Bild unten, befinden sich natürlich auch immer wieder in der Dauerausstellung wichtige, zentrale Objekte, die sich mit der Frage von sozialen Rechten beschäftigen, die aber eben nicht nur vordergründig diese Geschichten erzählen, sondern auch hintergründig. Sie sehen hier natürlich ein sehr berühmtes Stück, die Frankfurter Küche, von Margarete Schütte-Lihotzky entworfen, für die Mai-Siedlung in Frankfurt, also das neue Wohnen und das neue Bauen. Und damit verbunden aber die Geschichte, die hier erzählt wird, natürlich auch der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen und der natürlich auch Veränderung des Lebensalltags durch die Industrialisierung und damit natürlich auch der Arbeitswelt. Weniger das Designstück steht hier im Vordergrund. Das nächste, auch ein konfliktiver Ort, bei uns dargestellt im Themenbereich Kommunikation und Verkehr. In dem Thema Verkehr wird natürlich auch der Flughafen thematisiert, auch als ein konfliktreicher Ort, der zum einen natürlich in Frankfurt Arbeitsplätze schafft und auf der anderen Seite natürlich auch stark mit Protesten der Umweltbewegung und natürlich auch der Bürgerinnen und Bürger wegen des Lärmschutzes konfrontiert ist. Also diese Konflikte werden auch in der Ausstellung immer wieder in eine gemeinsame Erzählung gebracht und damit können Besucherinnen und Besucher auch sich selbst ein Bild von den verschiedenen Perspektiven auf diese Konflikte machen. Ein ganz wesentliches Konzept aber, und das würde ich sagen, hat auch maßgeblich das Museum sehr verwandelt. Die Dauerausstellung wird begleitet von einem gegenwartsorientierten Dauerausstellungsformat Frankfurt Jetzt. Das ist das Herzstück der Partizipationsmethodik des Museums.
Hier findet partizipative Museumsarbeit mit der Frankfurter Bevölkerung statt. Das bedeutet, die Ausstellungen werden mit Großgruppen unter einem bestimmten Thema, was auch durch die Stadtbevölkerung an das Museum herangetragen wird, auch konzipiert, geplant und gestaltet. Und das Museum sieht sich hierbei als Wissensspeicher für geschichtliche Erinnerungskultur und gleichzeitig aber auch als professioneller und professionelle Unterstützerin für ein Ausstellungsvorhaben. Also die Gestaltung und auch die Art und Form der Ausstellung der Beiträge der Menschen, die freiwillig in diesem Projekt mitmachen, werden professionell durch das Museum unterstützt in einen Ausstellungsprozess gebracht und dann natürlich auch gezeigt. Ja, die Bibliothek der Alten, heute Bibliothek der Generationen, ist ein Kunstprojekt. Man sieht noch den alten Aufbau unten im Bild. Auch das ist ein ganz wesentlicher Faktor im Museum, wo rund mittlerweile 60 Autorinnen und Autoren ihre Geschichten in einer vorgeschriebenen Kassette in einer bestimmten Größe, die haben sie gefüllt und abgegeben. Und es kommen jährlich jeweils eine Autorschaft dazu und dieses Projekt wird, sozusagen, wir werden das Ende dieses Projektes selbst als Museumsmitarbeiterin nicht mehr erleben. Und die mitmachenden AutorInnen haben die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive auf die Stadtgeschichte in diese Kassetten hineinzulegen. Das heißt, es ist unabhängig von den Kuratorinnen und Kuratoren natürlich mit einer Beratung und auch mit einer Unterstützung, etwa durch Lesewerkstätten, Schreibwerkstätten, durch das Besprechen auch der Kassetten mit den Beteiligten, kommen da eben auch dann die Formate zustande. Also auch hier das Museum sehr stark in einer kuratorisch unterstützenden Funktion. Genau, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, das Museum als Lernort für alle sah in den späten 60er Jahren so aus. Das ist ein Einladungsblatt zum Alten Historischen Museum und es sieht ein bisschen aus wie eine Gesamtschule der Zeit und so sollte es auch wirken. Also man sollte die Barrieren sozusagen überwinden, um möglichst vielfältige BesucherInnengruppen in das Museum ziehen. Partizipation ist eigentlich kein besonders neues Format. Das vielleicht auch nochmal. Partizipation wird bei uns auch nicht verstanden als hands-on, sondern eben tatsächlich als eine Methode, die über alle Abteilungen hinweg, von den Ausstellungen über die Sammlungen bis in das Team auch hineinwirkt. Was nicht heißt, dass wir keine Ausstellungen mehr machen, die auch durch eine autoriale Erzählung gefasst werden und dann aber auch besprochen werden mit dem Publikum. Ja, eine dieser zentralen Ausstellungen, die auch Initialpunkt in Frankfurt waren für die Partizipation, war die Ausstellung Frauenalltag und Frauenbewegung, in der von 1890 bis 1980 eben das Frauenleben in Deutschland in den Blick genommen wurde, unter Beteiligung der städtischen Bevölkerung. Also die Mitmachenden konnten auch Objekte und Themen und Inhalte in die Ausstellung einbringen. Wir sehen es ja hier auch an einem Plakat. Also wir diskutieren den Aufbau einer künftigen Ausstellung mit unserem Publikum. Also damals wurden schon auch die Sonderausstellungen, die durchaus auch kuratiert wurden, mit dem Publikum schon in der Planung besprochen. Ganz zentral finde ich auch das Thema Migration und Zuwanderung. Das Historische Museum hat 2004 auch in der Dauerausstellung bereits das Thema Arbeitsmigration der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre mit einbezogen und auch thematisiert als wesentlichen Bestandteil der heutigen städtischen Gesellschaft und hat auch dort unter Beteiligung von der Stadtbevölkerung, von GastarbeiterInnenvereinen, auch vielen Selbsthilfeprojekten Objekte geliehen und bekommen, die heute noch Bestandteil auch der Sammlung sind. Ja. Also nochmal zusammenfassend, also das Wesentlichste, würde ich sagen, ist eben, dass die kulturelle und soziale Diversität ein integraler Bestandteil der Gesamtkonzeption sind. Das heißt, sowohl die kuratierten Sonderausstellungen als auch die partizipativen Formate, als auch der Zugang zum Museum
sollen damit auch begriffen werden. Genau, es sind themenorientierte Zugänge und keine chronologischen in der Regel. Und auch die Multiperspektive soll zum Gespräch anregen. Das Museum wird bei uns verstanden als ein Forum von politischem und sozialem Austausch und eben nicht als ein Aufführungsinstrument. Ja, und genau. Auch ein Beispiel vielleicht noch für das Thema Ausstellen und Teilhabe heute bei uns und die Frage nach sozialen Bürgerrechten. Wir haben eben die Ausstellung Damenwahl, 100 Jahre Frauenwahlrecht gemacht, in der ja historisch auch ein wesentlicher Punkt thematisiert wurde, der Erkenntnis der Frauenbewegung, die sozialen und zivilen Rechte, also das Eherecht, das Recht auf Bildung und Recht auf Arbeit eigentlich nicht durchsetzen zu können ohne politische Gleichberechtigung und damit die Forderung des Wahlrechts. Das haben wir die Ausstellung nochmal thematisiert, auch in Workshops, wo es darum ging, auch heute nochmal zu fragen, wie sieht es eigentlich aus mit auch in der Frauenbewegung marginalisierten Positionen, also MigrantInnen, schwarzen deutschen Frauen, den privilegierten weißen Frauen, und können wir eigentlich eine gemeinsame Geschichte hier sehen? Wird das, was wir im Museum zeigen, eigentlich, können wir das nutzbar machen, auch eine Geschichte weißer Frauen in Deutschland für eine vielfältige Gesellschaft heute? Wie können wir da eigentlich weiterkommen mit der Debatte über soziale Rechte und auch die soziale Akzeptanz? Ja, die partizipativen Ausstellungen im oberen Bereich zeigen eben auch nochmal insbesondere auch viele Themen der Migration. So eine der letzten Ausstellungen, Kein Leben von der Stange, Geschichten von Arbeit, Migration und Familie, wo es sehr stark um Schneidereien auch ging, die eben für viele Menschen, die in Frankfurt zugewandert sind, auch ein Ort der Lebensexistenz wurden. Und darüber sind auch viele Objekte in die Sammlung gekommen. Wie wohnen die Leute? Ein letztes Beispiel zu diesen partizipativen Ausstellungen. Sie sehen hier auch ein Foto mit den Partizipientinnen, die die Ausstellung gemacht haben. Also es sind teilweise bis zu 200 bis 300 Personen auch an einer Ausstellung beteiligt und haben eigene Beiträge. Das Museum nimmt auch Beiträge auf, die kontrovers sind, wie hier unten zu sehen im Bild, etwa auch der Mietentscheid in Frankfurt. Da haben wir hier eine Unterschriftenkiste für die Petition ausgestellt. Die hat durchaus auch für Kritik gesorgt, dass man sich in die politischen Debatten also mit einbringen würde und die politische Neutralität hier auch verletzen könnte. Können wir nachher auch nochmal darüber diskutieren, was eigentlich eine politische Haltung des Museums sein könnte. Ganz zentral bei der Partizipation ist für uns aber auch das Sammeln und Teilhaben. Das heißt zum einen, das Museum auch als Erinnerungskultur, auch im besten Sinne soziale Anerkennung, indem wir auch Kunst sammeln, wie von Fotografin hier Susa Templin unten zu sehen, mit ihrer sehr guten Fotoarbeit zum Thema Putzen. Oder auch von einer Fotografin aus Frankfurt eine Serie zu migrantischer Arbeit, hier unter anderem der U-Bahn-Bau in Frankfurt. Also hochwertige künstlerische Arbeiten, die eben auch Themen besprechen und damit auch natürlich eine Ästhetik in den Ausstellungen bringen, die auch Menschen ansprechen, die sonst nicht denken, dass das eine anerkennende, also dass ihre Geschichte anerkennenswert sind im Museum. Wir machen auch Sammlungschecks, das heißt, wir gucken auch in unsere alten Sammlungen, was finden wir da eigentlich zu welchen Themen, gerade zu marginalisierten Themen, wie eben Migration, Diversität, Geschlechtergeschichte, und versuchen da auch nochmal die Objekte neu zu bewerten. Wir gehen auch Kooperationen ein, das ist auch eine Teilhabeform. Das heißt zum Beispiel bei Occupy Frankfurt 2011-12 sind wir auf die Aktivistinnen zugegangen und haben eben angefragt, ob sie zusammen mit uns auch zentrale Objekte des Camps sammeln. Auch im Wissen, dass natürlich dieses Camp ephemer ist, aber eben auch ein wesentlicher Ort war, in der Finanzkrise sich auch über das Wirtschaftssystem und die Frage auch sozialer Ungleichheiten auseinanderzusetzen. Wir haben auch eine Übergabeveranstaltung gemacht. Auch das war wesentlich im Teilhabeprozess, eine Anerkennung auch der Partnerschaft. Wir sind auf gleicher Höhe. Es gibt hier eine anerkennenswerte Abgabe von Objekten, die eben
genauso wie teure Gemälde eben auch einen hohen Stellenwert in der Sammlung haben. Zuletzt noch, genau, nochmal zurückkommt zur Frage von Teilhabe in unserem Museum und auch in einigen anderen in Deutschland. Soziale Bürgerrechte können nur glaubwürdig im Museum vertreten werden, wenn wir selbst auch eine Haltung entwickeln als Museum, die darauf beruht, eben auch im Team zu sehen, dass wir Menschen unterschiedlichster Fähigkeiten, Herkünfte und Geschlechter haben, die Lebenswelten auch nachvollziehen können und einbringen können. Trotzdem sehen wir uns nach wie vor auch als Expertinnen, ausgebildete Wegweiserinnen von Wissen und geben Menschen damit ja auch eine Möglichkeit, sich zu artikulieren und helfen ihnen. Das setzt auch voraus natürlich, dass man moderativ sich da etwas weiter bildet und auch natürlich mit Gruppen arbeiten kann, auch den Standpunkt verlassen kann, aus welchen Positionen wer etwas artikuliert. Ganz zentral ist auch natürlich die Inklusion und die Frage, wie kommen Menschen zu uns ins Museum? Einmal indem das Museum selbst auch Projekte macht, die außerhalb des Hauses sind, heißt auch sowas wie Sommertouren zu veranstalten in verschiedene Stadtteile zu bestimmten Themen, die das Museum interessiert oder auch die Bevölkerung. Aber auch Menschen ins Museum zu holen, indem wir anfangen, etwa Barrieren abzubauen, sowohl die räumlichen Barrieren. Das Museum ist bis auf den kleineren denkmalgeschützten Bereich komplett inklusiv barrierefrei nutzbar. Und indem wir etwa auch Menschen einladen, mit Handicaps die Objekte zu besprechen, sich auch welche auszusuchen, die für sie wesentlich sind und worüber sie auch sprechen möchten. Gleichfalls natürlich haben wir ein Leitbild entwickelt, was auch die rassismuskritische Arbeit in den Blick nimmt und damit auch sehr klar benennt, wo unsere Grenzen auch der Debatte liegen. Das vielleicht von meiner Seite zum Thema Partizipation und soziale Bürgerrechte im Museum. Danke. Ja, Frau Lienemann, ganz herzlichen Dank. Das war ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, können Sie sich des Andrangs der Frankfurterinnen und Frankfurter denn erwehren in Ihr Museum? Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich fand es doch sehr, sehr interessant, was Sie alles an neuen Initiativen dort entwickelt haben und wie gut sie auch angenommen werden und dass das sicher sehr lohnt ist, sich das sehr gründlich anzusehen.